بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, zum 26. Juz. Und hier beginnen wir mit Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, das ist eine mekkanische Sure. Und diese Sure wurde danach benannt, und zwar nach einer Gegend, die Al-Ahqaf heißt, und zwar ist das im Süden Saudi-Arabiens an der Grenze zum Jemen und zum Oman. Und dort lebte das Volk Ad, und sie bauten gewaltige Bauten. Und sprachlich bedeutet Ahqaf sowas wie Sanddünen, also diese Hügel aus Sand. Den Beginn dieser Sura machen die beiden Buchstaben Hamim, und danach erklärt Allah subhanahu wa ta'ala den Polytheisten, dass ihre Götzen keinerlei Macht besitzen. Allah azza wa jal sagt: Sag, was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben, oder haben sie etwa an den Himmeln teil? Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei, oder die geringste Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Aya 4. Danach erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, wie bereits einige der Juden an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben in Medina, da sie wussten, dass er ein Prophet ist, alaihi salatu wasallam. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah ist, also der Koran, und ihr ihn aber verleugnet, während ein Zeuge von den Kindern Israels etwas bezeugt, was ihm gleich ist, und so glaubt er an ihn, während ihr euch hochmütig verhaltet. Gewiss, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Ayah 10. Gemeint ist mit diesem Zeugen nach vielen Tafsir-Gelehrten der Gefährte Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam war ein Jude, ein medinensischer Jude. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist von Mekka nach Medina, eilte er zu ihm hin, um ihm Fragen zu stellen, damit er weiß, ob er tatsächlich ein Prophet ist. So hat er ihm drei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Was ist das erste Zeichen der Stunde? Die zweite Frage war: Was ist das erste, was die Paradiesbewohner essen werden? Und die dritte Frage war: Warum ähnelt ein Kind einmal dem Vater und einmal der Mutter? Also woran liegt das, dass Kinder manchmal dem Vater ähneln und andere Kinder ähneln der Mutter? Das waren seine drei Fragen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jibril hat mir soeben darüber berichtet, also die Offenbarung kam. Da sagte er: Das ist bei uns, ist er der Schlimmste unter den Engeln oder der Feind. Ja, warum? Weil eben Jibril a.s. ja anscheinend zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und nicht zu einem anderen Menschen von den Söhnen oder Kindern Israels. Daraufhin antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das erste Zeichen, also des Jenseits oder der Stunde, ist ein Feuer, welches die Menschen vom Osten zum Westen treibt. Und das Essen der Paradiesbewohner ist das Anhängsel der Fischleber, also ein Stück an der Fischleber, das wird ihnen zuerst gegeben. Und der Grund für die Ähnlichkeit ist, wenn die Flüssigkeit des Mannes der Flüssigkeit der Frau voreilt, dann ähnelt es ihm, also dem Mann. Und wenn die Flüssigkeit der Frau der Flüssigkeit des Mannes voreilt, dann ähnelt es ihr. Das waren also die Antworten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin hat Abdullah ibn Salam das Glaubensbekenntnis aufgesagt, denn diese Antworten kennt er eben aus dem Judentum. Und dass dies eben Antworten sind, die nur Propheten eben kennen können. Als die anderen medinensischen Juden danach zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, fragte der Prophet alaihi salatu wasallam sie über Abdullah ibn Salam. Ja, weil Abdullah ibn Salam radiallahu anhu hat gesagt: Guck mal, wenn du mit den anderen Juden redest, dann erkläre ihnen erstmal, welche Stellung ich unter ihnen habe.
Ja? Und danach kannst du ihnen sagen, hört mal zu, Abdullah bin Salam hat auch den Islam angenommen, er ist ein angesehener Mensch unter euch, also folgt ihm. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal gefragt, was haltet ihr denn von Abdullah bin Salam? Dann haben sie gesagt, das ist einer der angesehensten unter uns, ja der beste unter uns, also der ist wirklich super. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was haltet ihr davon, wenn er Muslim wird, also dass er den Islam annimmt? Dann sagten sie, Gott bewahre ihn davor, dass er Muslim wird. Da fragte Rasul a.s. noch einmal, was haltet ihr davon, wenn Abdullah ibn Salam sagt, er ist Muslim? Dann sagten sie, Gott bewahre, ja, also möge Allah ihn beschützen, sagten sie, davor, dass er Muslim wird. Und da kam Abdullah ibn Salam heraus, ja, er war versteckt, und da kam er heraus und sagte ihnen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und daraufhin haben sie gesagt, du bist der Schlimmste, ja, du bist sowieso der Allerschlimmste unter uns, ja, keiner respektiert dich sowieso, ja, du hast sowieso nichts zu melden. Da sagte Abdullah bin Salam, deswegen habe ich dir gesagt, o Gesandter Allahs, frage sie zuerst, welche Stellung ich bei ihnen habe. Danach erwähnt Allah Azzawajal das Gebot, gütig zu sein zu den Eltern. Allah Azzawajal sagt: "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra." حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آية 15. Und wir haben dem Menschen anbefohlen, zu seinem Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, sagt er: Mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist, und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich dir ja in Reue zu und ich gehöre ja zu den dir Ergebenen. Die Dauer der Schwangerschaft und Stillzeit zusammen wird hier erwähnt mit 30 Monaten. Wie berechnet man das? Das sind 24 Monate Stillzeit, also 2 Jahre, plus 6 Monate Schwangerschaft. Und das sind 30 Monate. 6 Monate sind nämlich die ist die Mindestschwangerschaftsdauer. Das heißt, ein Kind wird also frühestens im 6. Monat, also zu Beginn des 6. Monats, nach Ende von insgesamt 5 Monaten, zu Beginn des 6. Monats geboren. Also das sind die frühesten Frühchen, die es überhaupt gibt. Ja, 5 Monate und irgendetwas. Und vorher ist das fast unmöglich oder gar nicht möglich, dass ein Kind eben geboren wird. Danach verspricht Allah subhanahu wa ta'ala diesen gütigen Kindern, ja, die gütig sind zu ihren Eltern und Bittgebete aufsagen für ihre Eltern, er verspricht ihnen das Paradies und sagt, so sagt Allah azza wa jal, das sind diejenigen, von denen wir das Beste von dem, was sie getan haben, annehmen und über deren böse Taten wir hinwegsehen. Unter den Insassen des Paradiesgartens. Dies ist das wahrhaftige Versprechen, das ihnen stets gegeben wurde. Ayah 16. Und hier sehen wir, wie wir Sünden tilgen können. Ja, dass Allah azza wa jal unsere Sünden
vergibt, indem wir gut sind zu unseren Eltern. Denn Allah Azzawajal wird über deren bösen Taten hinwegsehen. Das heißt, wenn du möchtest, dass Allah dir vergibt, sei gut zu deinen Eltern. Auf der anderen Seite werden jene getadelt, die ihre Eltern schlecht behandeln. Allah Azzawajal erwähnt hier, wie die Eltern den Kindern Ratschläge geben und sie dann schlecht sich verhalten gegenüber den Eltern. Allah sagt, und derjenige, der zu seinen Eltern sagt, Pfui über euch, versprecht ihr mir etwa, ich sollte hervorgebracht werden, wo vor mir bereits Geschlechter dahingegangen sind, während sie beide Allah um Hilfe anrufen, wehe dir, glaube doch, gewiss Allahs Versprechen ist wahr. Da sagt er, das sind nur Fabeln der früheren. Das sind diejenigen, gegen die das Wort unvermeidlich fällig geworden war, unter anderen Gemeinschaften von Dschinn und den Menschen, die bereits vor ihnen dahingegangen sind, gewiss, sie sind ja Verlierer. Ayah 17 bis 18, möge Allah uns davor bewahren. Und wie wir schon immer gesagt haben, solche Ayah darf man nicht lesen, indem man denkt, ja, hier geht es ja nur um Polytheisten, um Ungläubige, es hat ja nichts mit mir zu tun. Nein, sondern lies die Ayah im Kontext deines Lebens. Das bedeutet, wie oft geben dir deine Eltern Ratschläge und du antwortest damit, lass mich in Ruhe, ja, das geht dich nichts an und so weiter, kümmere dich um dich selbst. Diese Antworten möge Allah uns davor bewahren, die ein Sohn, eine Tochter seinen Eltern nicht sagen darf, sondern immer mit schönen Worten, nachsichtig, mit guter Art und Weise mit den Eltern zu reden. Insbesondere, wenn sie recht haben und zum Guten aufrufen. Ebenso wird das Volk Ad erwähnt, nämlich in folgender Ayah, und gedenke des Bruders der Ad, also dem Propheten, als er bei Al-Ahqaf sein Volk warnte, wo bereits Warner vor ihm und auch nach ihm dahingingen. Ihr sollt nur Allah dienen, gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Und der Prophet war ja Hud, der zu Ad geschickt wurde. Ayah 21. Als sie ihren Propheten verleugnet haben, kam die Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala, so beschreibt Allah dies wie folgt: Als sie es sahen, als ob es eine ausbreitende Wolke wäre, die auf ihre Täler zukam, sagten sie, das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt, ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt, der auf den Befehl seines Herrn alles zerstört, so waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen war. So vergelten wir dem Volk der Übeltäter. Ayah 24 bis 25. Das heißt, sie haben diesen Sturm gesehen und dachten, das sind Regenwolken, aber es war eben dieser Wind, der sie vernichtet hat. Zum Schluss der Sura erwähnt Allah Azzawajal den Eintritt der Dschinn in den Islam. So sagt Allah Azzawajal, und gedenke, als wir eine kleinere Schar Dschinn veranlassten, sich zu dir zu begeben und dem Koran zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie, horcht hin. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Sie sagten, O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Mose als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war und das zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. O unser Volk, erhört Allahs Rufe und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Rufe nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum. Ayah 29 bis 32. Hier geht es um die Nacht mit den Dschinn. Und zwar einer der Dschinn kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie es in einigen Überlieferungen heißt, und hat ihn gebeten, vor den anderen Dschinn den Koran zu rezitieren. Also sie aufzurufen zum Glauben.
Und als sie eben diesen Koran gehört haben, haben sie daran geglaubt und sie sind dann weiter zu ihren Stämmen und Familien und Völkern der Dschinn und haben sie aufgerufen zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Es heißt, dass diese Ayat, beziehungsweise dass dieses Geschehen, ja, diese Begegnung mit den Dschinn stattfand nach dem Jahr der Trauer, also als Khadija radiallahu anha gestorben ist und Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gestorben ist, und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Leuten in At-Ta'if mit Steinen beworfen wurde und beleidigt wurde, sodass er eben gekränkt war, alaihi salatu wasalam. Und als Trost hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm eben diese Dschinn geschickt. Das heißt, wenn die Menschen nicht an dich glauben, dann gibt es noch andere Geschöpfe. Du bist nicht alleine. Es sind nicht nur Menschen auf dieser Welt, die Allah azza wa jal preisen und an Allah azza wa jal glauben. Und daher fühlt ein Muslim sich nie alleine, auch wenn die Umgebung vielleicht nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Er weiß, sämtliche Geschöpfe, sämtliche Pflanzen, sämtliche Tiere, die Dschinn glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. In den letzten Ayat ruft Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, geduldig zu sein wie die Gesandten der Entschlossenheit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sei nun standhaft wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren, und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Am Tag, da sie sehen, was ihnen angedroht wird, glauben sie, nur eine Stunde eines Tages verweilt zu haben. Dies ist eine Botschaft. Wird denn jemand vernichtet, außer dem Volk der Frevler? Ayah 35. Das heißt, das sind hier die Ulul Azm, also die fünf Propheten der Entschlossenheit, und das haben wir bereits erwähnt, das waren Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alaihim wasallam jami'an. Die nächste Sure ist Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist eine medinensische Sure. Zu Beginn der Sura erwähnt Allah den Konflikt zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Feinden. Und in diesem Kontext erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala den Aufruf an den Propheten alaihi salatu wasalam, gegen seine Feinde zu kämpfen. Und da erwähnt Allah azza wa jal folgende Ayah: Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Dies soll so sein, und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen, und denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Ayah 4. Diese Ayah gehört zu den Ayah, die die Islamkritiker immer missbrauchen, um ein Bild zu malen, welches gar nicht richtig ist, und zwar als ob Aufgabe eines jeden Muslims es sei, Nichtmuslime umzubringen. Und der Kontext erklärt schon, hier geht es um den Krieg, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten im Krieg eben kämpfen. Ja, und das ist in jedem Krieg so gewesen, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte, dass er eben gegen die Nichtmuslime gekämpft hat. Wobei wir wissen müssen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in all diesen Jahren, in denen es zu diesen Konflikten mit den Mekkanern kam und zu Kriegen, hat er selbst mit seiner eigenen Hand nur einen einzigen Menschen getötet. Und das auch nur, weil er auf ihn losgegangen ist. Er hat ihn angegriffen, ja, im Krieg, also nicht außerhalb des Krieges. Und das zeigt nochmal, wäre der Islam eine Religion des Tötens, ja, des Blutvergießens, dann hätte doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam jede Woche irgendwelche Menschen getötet, wenn das so wäre. Aber so ist es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht gekommen, um die Menschen zu töten. Er ist gekommen, um die Menschen einzuladen. In dieser Sura gibt Allah azza wa jal einen Einblick in den Genuss des Paradieses. So sagt Allah azza wa jal: مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. آية 15. Das Gleichnis des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Darin sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist für diejenigen, die davon trinken, und Bäche mit geklärtem Honig, und sie haben darin von allen Früchten und Vergebung von ihrem Herrn. Sind diese denn jemandem gleich, der im Höllenfeuer ewig bleibt und dem heißes Wasser zu trinken gegeben wird, das seine Gedärme zerreißt? Und das sind also die vier Flüsse im Paradies. Ebenso wird in dieser Sura eines der Bedingungen des Glaubensbekenntnisses erwähnt, und zwar das Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt euren Wandel und euren Aufenthalt. Ayah 19. Aus dieser Ayah haben die Gelehrten entnommen, dass Wissen vor der Tat kommt, vor Aussage und Tat. Denn Allah Azzawajal sagt, so wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und danach hat er die Tat erwähnt und bitte um Vergebung. Und das ist logisch. Warum? Weil eine Tat umzusetzen, ohne Wissen zu haben, das führt dazu, dass diese Tat falsch umgesetzt wird. Und deswegen muss ein Mensch immer zuerst lernen. Und das gilt natürlich an allererster Stelle für die Religion, dass man Allah Azzawajal nicht anbetet mit Unwissen, sondern dass man Allah Azzawajal anbetet basierend auf Wissen. Ein anderes Thema dieser Sura sind die Heuchler. So beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, wie sich die Heuchler zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam verhalten haben, wenn Allah eine Sura offenbart, in welcher zum Krieg aufgerufen wurde. So sehen sie aus wie jemand, der im Sterben ohnmächtig wird. Denn sie wollten ja natürlich sich nicht einsetzen für den Islam und den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verteidigen. Anstelle, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Seite stehen, wenden sie sich ab. Und daher sagt Allah azza wa jal, werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Das sind diejenigen, die Allah verflucht. So macht er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden. Ayah 22 bis 23. Und das ist natürlich eine Warnung für jeden, der seine Verwandtschaftsbande bricht, ja, der den Kontakt zu seinen Verwandten nicht pflegt. Grund für ihr Verhalten ist, dass sie nicht über den Koran nachsinnen. So sagt Allah Azza wa Jal, denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Oder sind an diesen Herzen deren Verriegelungen angebracht? Ayah 24. Und damit zeigt das, wer sich verändern will, der muss nachsinnen. Der muss den Koran verstehen. Er muss ihn nicht nur lesen, sondern auch lernen, dass er ihn versteht. Ja, und dass er eben darüber nachdenkt und sich belehren lässt durch den Koran. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal das Ende derer, die sich von Allah abwenden. Und so wird bereits der Ausgang ihrer Seele schmachvoll sein, sagt Allah Azza wa Jal. Wie wird es sein, wenn die Engel sie abberufen, wobei sie ihre Gesichter und ihre Rücken schlagen? Dies, weil sie dem folgen, was Allah missfällt und ihnen sein Wohlgefallen zuwider ist. Und so lässt er ihre Werke hinfällig werden. Ayah 27 und 28. Zum Schluss dieser Sura ruft Allah Azza wa Jal zu einer weiteren Eigenschaft der Wahrhaftigkeit auf, nämlich die Bereitschaft zur Spende. Allah sagt,
Ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, wird er euch durch ein anderes Volk ersetzen, und sie werden dann nicht gleich euch sein. Ayah 38. Und das erklärt hier, dass eben der Mensch großzügig sein soll in der Spende. Die nächste Sura ist Surat al-Fath, also der Sieg. Und das ist eine medinensische Sura. Der Sieg hier, der in dieser Sura angesprochen wird, ist der Friedensvertrag von Hudaybiyah. Und der wurde als Sieg bezeichnet. Warum? Weil die Muslime nach diesem Friedensvertrag Zeit hatten, zu Allah aufzurufen und viele Menschen den Islam angenommen haben. Dieser Friedensvertrag, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam abgeschlossen mit den Mekkanern nach jahrelangen Kriegen, und es war beschlossen worden, dass 10 Jahre kein Krieg geführt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Ayah 1. Und die Mekkaner hatten aber diesen Friedensvertrag dann nach wenigen Jahren gebrochen, und so kam es dann zum Kriegeszug nach Mekka, wo eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann Mekka eingenommen hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dann dort war in Mekka, hat er die Mekkaner gefragt: Was denkt ihr, was ich mit euch tun werde, was ich anstellen werde? Da sagten sie: Du bist ein edler Bruder, Sohn unseres edlen Bruders. Und da sagte er dieses berühmte Wort: Geht, ihr seid alle in Sicherheit, ihr seid alle frei. Und das zeigt noch einmal, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht blutrünstig war, wie es die Islamhasser erklären wollen. Denn sonst hätte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier ein Massaker angestellt, ja, wie es andere Menschen in der Geschichte der Menschheit angestellt haben, in Kriegen, wenn sie gewonnen haben und gegen andere gesiegt haben. Aber Rasul alaihi salatu wasallam war nicht so. Er wurde nicht entsandt, um Menschen zu töten. Er wurde entsandt als Barmherzigkeit. Ja. Und das ist der Islam. Und deswegen gilt immer, wir dürfen nicht einfach diese Ayat aus dem Koran nehmen, aus dem Kontext, und nicht verstehen, wie hat denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayat gelebt und umgesetzt. In dieser Sura erwähnt Allah azza wa jal die Aufgaben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So sagt Allah: Wir haben dich ja als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet, und damit ihr ihn preist morgens und abends. Ayah 8 bis 9. Als nächstes erwähnt Allah den Treueeid, der vor dem Friedensvertrag abgelegt wurde. Das heißt, bevor es zu diesem Friedensvertrag gekommen ist, waren ja die Muslime schon auf ihrem Weg nach Mekka. Warum? Sie wollten pilgern. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat geträumt, dass er mit den Muslimen pilgert, also die Umrah macht. Also hat er es den Sahabe gesagt, sie haben sich gefreut, also haben sie sich aufgemacht auf den Weg nach Mekka. Als sie dann in Hudaybiyah Rast gemacht haben, schickte ein Nabi sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan, um den Mekkanern Bescheid zu sagen: Hört mal zu, wir wollen bitte schön eine Umrah machen, wir sind nicht hier, um zu kämpfen, wir wollen nur pilgern. Bitte erlaubt uns den Eintritt in Mekka. Als nun Uthman ibn Affan nicht sofort zurückkam, hatte sich das Gerücht verbreitet, die Mekkaner haben den Uthman ibn Affan getötet. Und so kam es dazu, dass eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Sahaba, die dort waren, eben verlangt hat, ein Treueeid, dass sie eben, wenn es sein muss, wenn jetzt die Mekkaner doch kommen und kämpfen würden, ja, dass sie eben sich verteidigen. Und das war dieser Treueeid, der auch Treueeid des Wohlgefallens genannt wird, Bayat Ardwan, oder auch Treueeid des Baumes, Bayat Shajara, weil es eben
unter einem Baum stattgefunden hat. Allah Azza wa Jal lobte die Sahaba für ihre Standhaftigkeit. So sagt Allah Azza wa Jal: Gewiss, diejenigen, die dir den Treueeid leisten, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueeid. Allahs Hand ist über ihren Händen. Wer nun sein Wort bricht, bricht es nur zu seinem eigenen Nachteil. Wer aber das einhält, wozu er sich Allah gegenüber verpflichtet hat, dem wird er großartigen Lohn geben. Ayah 10. Und in Ayah 18 sagt Allah: Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Ayah 18. Also, das war der Treueeid, und deswegen, unter anderem, ist das ein Beleg dafür, dass die Sahabe vertrauenswürdig sind. Denn Allah Azzawajal wird sie nicht so sehr loben, wenn sie nicht vertrauenswürdig gewesen wären. Einige haben aber nicht teilgenommen an dieser Reise, sind in Medina geblieben, aus Furcht vor den Mekkanern, weil die dachten, nee, diese Mekkaner werden uns bestimmt angreifen. Und daher baten sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Vergebung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkam. Aber Allah erklärte, dass sie das nicht ernst meinen. Ja, also also diese Heuchler, die nicht daran teilgenommen haben, sie sind nicht nach Vergebung, sondern sie wollen nur eine Ausrede eben damit vortragen. Im Jahr danach, also die Mekkaner haben den Muslimen das nicht erlaubt, die Umrah zu vollziehen, also sollten die Muslime zurück nach Medina. Ja. Und im Jahr danach haben sie doch diese Umrah verrichtet, und so erwähnt Allah Azzawajal, dass dieser Traum wahr geworden ist. So sagt Allah: Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahr gemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar und ohne euch zu fürchten. Er wusste doch, was ihr nicht wusstet. Und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg. Ayah 27. Die letzte Ayah dieser Sura erwähnt die Beschreibung der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie im Evangelium und in der Tora zu finden sind. Allah azzawajal sagt: Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayah 29. Muhammad ist Allahs Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen
durch sie ergrimmen lasse. Allah hat denjenigen von ihnen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Aya 29. Die nächste Sura ist Surat al-Hujurat, also die Gemächer, und das ist eine medinensische Sura. Diese Sura wird auch Sura des Benehmens genannt, also Surat al-Adab, weil hier viele Benimmregeln erwähnt werden. Die erste Benimmregel ist das Benehmen gegenüber Allah. So sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Ayah 1. Das bedeutet, man soll eben Allah Azza wa Jal gehorchen und sich ihm nicht widersetzen und auch nicht dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Danach ermahnt Allah Azza wa Jal die Gefährten in Gegenwart des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ihre Stimmen zu erheben, also dass sie nicht laut werden. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie ihre Stimme mäßigen sollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben. Ayah 3. Danach tadelte Allah Azza wa Jal jene, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam rufen, während er zu Hause ist. Ja, von draußen rufen und beim Namen. Muhammad, ja, komm mal heraus. Und das waren meistens die Wüstenaraber damals. Und Allah Azza wa Jal sagt, gewiss diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächer rufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser für sie. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 4 und 5. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal das Gebot, sich über Nachrichten zu vergewissern. So sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Ayah 6. Der Offenbarungsgrund dieser Ayah war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahabi Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt radiallahu an geschickt hat, um die Zakah zu sammeln. Und da ging er zu einem Volk, das frisch in der Religion war, und zwar Bani al-Mustaliq. Und als sie mitbekommen haben, ja, der Entsandte des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist auf dem Weg, gingen sie raus allesamt, um ihn zu empfangen. Als er das gesehen hat, hat er gedacht, die wollen ihn angreifen. Also ging er zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, die sind alle raus, ja, die wollten mich angreifen, die wollen ja gar nicht die Zakah entrichten. Darüber hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgeregt, wie sie die Zakah nicht entrichten. Das sind doch Muslime. Es kann doch nicht sein, dass die die Zakah verweigern. Also schickte Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Khalid ibn al-Walid und er hat ihm gesagt, guck mal bitte, ob die wirklich Muslime sind. Ja, weil die haben ja gemeint, sie sind Muslime. Und sag mir dann Bescheid. Also ging er hin von und hat gesehen, ja, da hört, man hört Adhan, die Leute beten, anscheinend halten sich an die Religion. Also sagten sie dann, diese Leute von diesem Stamm, ja, wir wollten ja nur den Entsandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam empfangen, ja, aus Respekt gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin offenbarte eben Allah azza wa jal diese Ayah, dass man sich vergewissern soll, bevor man urteilt. Ein weiteres Thema dieser Sura ist die Brüderlichkeit unter den Gläubigen. So sagt Allah Azza wa Jal, die Gläubigen sind doch Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Ayah 10. Allah erwähnt, wenn es zu Kriegen führen oder kommen sollte zwischen den Gläubigen, dass man eben auch da Frieden stiften soll. Und wenn das nicht geht, dann wird eben die Gruppe, die angreift, abgewehrt, wie Allah Azza wa Jal in Ayah 9 es erklärt. Anschließend zählt Allah mehrere Verhaltensweisen, die man unterlassen soll. Allah sagt,
O, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Ayah 11. Das heißt, Allah Azzawajal bezeichnete diejenigen, die diese schlechten Verhaltensweisen haben, als Frevler. Ja, anstelle, dass sie Gläubige sind, sind sie Frevler. Ein weiteres Fehlverhalten wird in der nächsten Ayah erklärt. O, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Also, dass man eben keine Belege hat, sondern eben nur vermutet. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften. Das bedeutet hier, verbietet Allah Azzawajal das Ausspionieren. Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Ayah 12. Das heißt, man soll stets positiv denken über die Menschen, ja, und man soll versuchen, für die Menschen auch Entschuldigungen zu finden und man soll das Lästern unterlassen. Und Lästern bedeutet, dass du Dinge erwähnst über einen Abwesenden. Ja, wenn er nicht anwesend ist und du redest über ihn, dann ist das Lästern. Und zwar, wenn du die Wahrheit sagst über ihn, aber er ist nicht da, das ist Lästern. Es ist also nicht erst, wenn man über jemanden lügt, der abwesend ist, das ist Verleumdung. Aber wenn jemand abwesend ist und du redest die Wahrheit, aber es sind Dinge, die möchte er gerne nicht erwähnt haben vor anderen, ob er dabei ist oder nicht dabei ist, also unterlässt du das. Das ist eben Lästern. Als nächstes erklärt Allah den wahren Maßstab bei Allah, so sagt Allah: O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss Allah ist allwissend und allkundig. Ayah 13. So sind vor Allah alle Menschen gleich und der einzige Maßstab ist die Gottesfurcht. Das heißt, das Verhalten des Menschen, das eben beruht auf Gottesfurcht. Anschließend erklärt Allah den Unterschied zwischen dem Islam und dem Iman. Und dazu sagt Allah: Die Wüstenaraber sagen, wir glauben. Sag, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden. Denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Werken. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 14. Gemeint ist hier der vollkommene Iman, der vollkommene Glaube. Denn diese Menschen haben zwar den Islam angenommen, aber der Iman ist nicht so stark geworden, dass sie diese Ebene erreicht haben. Denn die Religion besteht aus drei Ebenen: die Ebene des Islam, die Ebene des Iman und die Ebene des Ihsan, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Der Islam, das ist das Tor der Religion. Ja, da tretet man ein durch das Glaubensbekenntnis. Es sind die körperlichen Taten, die man begeht, ja, wie Gebet, Fasten, Pilgern. Das ist der Islam. Der Iman hingegen, das ist diese innere Dimension. Das sind die Taten des Herzens. Gewissheit, Vertrauen auf Allah, Standhaftigkeit, Geborgenheit, Sehnsucht, ja, das ist eine höhere Stufe. Das heißt, nicht jeder, der Muslim ist, nicht jeder, der das Glaubensbekenntnis aufgesagt hat, hat auch so viel Vertrauen auf Allah, sondern das muss er erarbeiten, das muss er trainieren. Die höchste Stufe ist das Gefühl, beobachtet zu werden. Das ist Ihsan. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass du Allah anbetest, als ob du ihn siehst. Wenn du ihn aber nicht siehst, so sieht er dich. Das heißt, man fühlt sich beobachtet, permanent, und das führt dazu natürlich, dass man nicht sündigt. Das ist die höchste Stufe der Religion. Und Allah Azzawajal erklärt hier also,
zwischen dem Islam und dem Iman ist eine Strecke und da muss man sich eben ranarbeiten, bis man diese Stufe erreicht. Schließlich erklärt Allah Azza wa Jal, dass der Glaube an Allah keine Wohltat der Menschen an Allah ist. Ganz im Gegenteil, es ist eine Wohltat Allahs an seine Diener. So sagt Allah, sie halten es dir vor als Wohltat, dass sie Muslime geworden sind. Sag, haltet mir nicht eure Annahme des Islams als Wohltat vor. Nein, vielmehr hält Allah euch die Wohltat vor, dass er euch zum Glauben geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid. Ayah 17. So sollte jeder Diener eben diese Wohltat Allahs Azzawajal vor Augen halten und schmecken und kosten, dass er ihm erlaubt hat, an Allah Azzawajal zu glauben. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.